Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute zeige ich dir, wie man ganz einfach aus Beton, aus Knetbeton, diesen Hasen fertigen kann. Dazu gibt es verschiedene Vorlagen, ganz klein, groß, aber zuerst machen wir den großen, den wir dann auch auf dem Brennholz setzen. Es geht wirklich einfach, es geht schnell, Tipps und Tricks und vor allen Dingen, wie mischt man richtig Knetbeton an? Und wie verarbeitet man den schon während der Verarbeitung, damit man nachher nicht viel schleifen muss. Und dann hoffe ich, es gefällt dir. Du kannst ihn ganz toll einsetzen in auch diese Deko-Tipps. Und dann würde ich sagen, auf, es geht los, wir fangen an. So, wir brauchen eine Unterlage für unseren Tisch. Ich habe hier einfach ein Stück von der abwaschbaren Tischdecke, eine Folie. Die nehme ich immer wieder, die lässt sich prima abwaschen, auch mal in die Waschmaschine tun. Und dann wird nichts dauernd, also andauernd verschmutzt. So, jetzt habe ich euch mal Hasen aufgezeichnet auf einfach eine Verpackungspappe. Und dann könnt ihr vielleicht einen Screenshot machen. Und dann könnt ihr euch die nämlich so groß vergrößern, wie ihr das möchtet. Dann stimmen die Proportionen und es ist am einfachsten. Erstmal die zwei und dann ist noch hier einer und wie gesagt, macht einen Screenshot und dann druckt ihr euch den so aus, wie ihr ihn braucht und dann am besten auf eine Pappe geklebt, einfach hier, das ist von der Bettwäsche eine Pappe und ausgeschnitten. Nochmal als Tipp, ich mache auch gern zu Ostern solche Hasen aus Kuchenteig und zwar nehme ich da einen Ölteig. Ein Knetölteig und dann lege ich die auf, Pappe ausgeschnitten, gut mit Frischhaltefolie eingepackt, auch die Knicke so schön gemacht, ein bisschen eingeschnitten und so, dann kann man die ganz toll rumknicken um die Pappe. Dann lege ich das auf den Teig drauf, auch ein Hefeteig geht prima, der muss so ungefähr 1,5 bis 2 cm dick ausgerollt sein. Dann lege ich das drauf und schneide es einfach mit einem scharfen Messer aus und ziehe mir den restlichen Teig weg. Und der restliche Teig gibt dann vielleicht noch so einen kleinen Hasen. Und dann werden als Augen für den Teig Rosinen genommen, Mandeln, Nüsse. Und dann kann man das toll dekorieren. Und dann kann man das super packen. Vielleicht zeige ich euch das aber auch noch mal im Video. Dann könnt ihr mir mal schreiben, ob euch das interessiert. So, wie gesagt, die Hasen brauchen wir jetzt erstmal in Pappe. Und das wäre das nächste, was wir machen. Die drei Hasen sind jetzt ausgeschnitten, das seht ihr hier. Wie gesagt, wenn ihr es mehrfach nutzen wollt, dann umwickelt sie einmal dünn mit Frischhaltefolie. Dann kann man die prima abziehen, die weichen nicht durch und du kannst sie auch aufheben für ein weiteres Mal zum Benutzen. Dann einfach hinstellen und trocknen lassen. So, jetzt kommen wir zum Knetbeton. Wir brauchen eine alte Schüssel, ich nehme dann immer die gleiche. Wir brauchen noch eine kleine Schüssel mit Wasser. Nehme ich meistens so ein Eisding. Was sehr wichtig ist, sind Einweghandschuhe. Und ich würde immer Kinder rausschicken, wenn ich das anmische. Der Staub ist nicht gerade ungefährlich für die Atemwege und vor allen Dingen für die Augen. Das sollte man ganz in Ruhe machen. Am besten noch einen Atemschutz dabei. Und wie gesagt, Kinder raus tun oder am besten gleich in der frischen Luft, aber dann auch Kinder Abstand halten. So, ich habe einfach einen Knetbeton. Dieser Knetbeton wird so angemischt. Erstes Pulver in die Schüssel und dann 9 Teile Pulver, Knetbeton und ein Teil Wasser. Müsst ihr mal gucken auf eurer Verpackung, ob das dann übereinstimmt. Manchmal braucht man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Kommt immer drauf an, wie die Mischverhältnisse des Knetbetons sind von der Herstellung her. Und jetzt wird erstmal Knetbeton in die Schüssel eingelegt. Nochmal zur Vorbereitung. Wir brauchen für unsere Hasen eine feste Unterlage. Ich habe hier ein Tablett. Ihr könnt aber auch gerne Backblech nehmen oder ein Schneidebrett. Das muss nur richtig fest sein. Und eine Lage Backpapier darauf, dann hängt es nicht an. Müsst ihr gucken, wie passt der Hase drauf. So, passt prima. Weil wir dann erst ausfüllen, die Unterlage mit Knetbeton, legen den Hasen drauf und dann wird der mit dem Messer ausgeschnitten. Aber legt euch schon mal parat, wenn die Hände schon schmutzig sind, dass ihr das schon habt. So, jetzt kommen wir wirklich zum Knetbeton.
Meine hat wieder verschließbaren Verschluss, was ganz praktisch ist. Ansonsten würde ich den auf jeden Fall, damit er keine Feuchtigkeit zieht, in eine Plastiktüte tun und mit Gummi zumachen. Auf gar keinen Fall offen stehen lassen. Der zieht nämlich wirklich wahnsinnig gern Feuchtigkeit an und er wieder klumpig. Und das ändert sich dann auch nicht mehr. So, ich nehme am liebsten so eine Konservendose. Und dann müsst ihr gucken, wie dick, wie groß ist euer Hase. Wie viel Knetbeton möchte ich anmischen? Also ich denke, ich werde hier auf jeden Fall 300 bis 400 Gramm brauchen. Das ist jetzt einfach Gefühlssache. So. Und dann wie beim Backen, in der Mitte eine Kuhle vorsichtig machen, dass es nicht sehr staubt. Und dann ein klein bisschen Wasser. Ihr könnt das natürlich komplett abmessen mit der Waage. 1 zu 9, wie gesagt. Und erstmal ein bisschen weniger Wasser dazu. Und lieber nochmal nachschütten. So, und jetzt dazu decken. Und dann vorsichtig kneten. Dass kein Staub entsteht. Und knetet erstmal. Dann wieder vielleicht ein bisschen Wasser nach. Und das muss wirklich wie Knetgummi sein. So ein schöner, fester, aber elastischer Teig. Wenn er dann ein bisschen zu flüssig ist, einfach noch mal eine Handvoll Knetbeton dazu. Und der ist also bestimmt eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten schön verarbeitbar. Und dann kann man immer noch mal Wasser dazugeben oder Beton, dass man so das richtige Grundmaterial hat, was uns nicht wegbricht, aber auch nicht so feucht ist. Aber das merkt ihr. Wenn wir dann die Platte ansetzen zum Ausstanzen, möchte ich meiner sagen, im Hasen, dann merkt ihr, wie es geht. Nein, meiner braucht noch ein klein bisschen Wasser und dann kneten wir erstmal. So, es ist wirklich sehr schön geknetet. Es ist wie so ein Kuchenteig. Der klebt nicht an den Fingern und lässt sich wahnsinnig gut hochnehmen. So, jetzt nehmen wir unser Tablett, unser Backblech, unser Schneidebrett, wo ein Backpapier drauf ist. Letztes Mal hatte ich da die Schalen drauf gemacht. So, und dann nehmen wir den Knetbeton. Ich brauche nur die Hälfte etwa. So, und jetzt wird der schön glatt gedrückt. Etwa auf 1,5 bis 2 cm. Da müssen wir das ein bisschen nehmen. Natürlich nehmen wir dann die Überstände auch. Die benutzen wir dann auch. Schön glatt drücken. Dann gucken wir mal, wie es reicht mit der Größe. Noch nicht ganz. Dann können wir aber auch, wo es ein bisschen zu viel ist, schon mal ansetzen. Ja. Muss wirklich eine gute Dicke haben. Es soll ja dann auch hochkant stehen. Und das ist das Nächste. Wir formen uns das aus. So, auch der große Hase passt prima da drauf. Die Reste benutzen wir natürlich auch. Wir legen es so drauf, drücken es ein klein bisschen fest. Und dann nehmen wir ein spitzes Messer und fahren um den Hasen herum. So ausstanzen mit dem Messer. So, zwischendurch können wir dann immer schon mal ein bisschen Beton wegmachen. Das geht wirklich prima. Den benutzen wir dann gleich. So, und ihr seht, wie schnell das geht. Es muss halt ein spitzes Messer sein. Nicht extrem spitz, aber so geht schon ganz gut. Das ist natürlich dann ein Messer, was ich dann in der Küche nicht mehr benutze. Aber so eins, das sind halt meine Gerätschaften, die ich immer brauche. Die alte Schüssel, ein Eistöpfchen, ein Messer, einen ollen Pinsel, dann auch für Öl, wenn man Ausstechsachen macht, Ausgießsachen, dass man das dann auspinselt, erstmal mit Speiseöl. Und so stanzen wir uns jetzt erst einmal den Hasen komplett aus und dann verarbeiten wir den weiter.
Das geht wirklich ganz, ganz schnell. Jetzt nehmen wir die Vorlage ab. Wie gesagt, wenn ihr sie in Folie einpackt, geht es noch einfacher. Die legen wir auf der Seite. So, und jetzt müssen wir die Konturen so ein bisschen bearbeiten. Dann nehme ich auch ganz gern das Messer und klopfe mir da so ein bisschen. Ihr könnt auch eine kleine Spachtel nehmen. Ihr könnt einen Kunststoffdeckel nehmen. So von der vom Frischkäse, die haben so Deckel. Wenn man sich da den Deckel so glatt abschneidet, kann man da super mit arbeiten. Man kann auch mal mit den Händen, so mit dem Finger entlang fahren und vor allen Dingen hier oben die Kanten glätten. So, und wenn das dann alles gemacht ist, Finger ein bisschen nass und dann glatt streichen. Und dann müsst ihr nachher so gut wie nicht mehr schleifen. Das muss halt jetzt im nassen Zustand gemacht werden. Ich möchte den Hasen dann aufsetzen. Und damit ich den in einem Holz verankern kann, in einem Brennholz, in der Rinde, was ihr so habt, brauchen wir eine kleine Verankerung. Und dann nehme ich ganz gern so einen Schaschlikspieß. Ihr könnt auch einen Holzdübel nehmen, was ihr habt, und schneidet mir so kleine Stücke ab. Und die kommen dann hier unten rein. Das war ein bisschen lang. Unten in den Hasen hinein. Und da können wir es dann prima verankern. So, eins, zwei Stück. Hier bin ich ein bisschen zu weit hinten. Wir brauchen hier eine gerade Fläche. Und dann muss es hier sein. So, so gerade wie möglich. Aber das lässt sich dann mit der Bohrung noch machen. Und dann können wir den hier prima verankern. Und einbohren und dann noch verleimen. So, jetzt wirklich richtig schön ausarbeiten, die ganzen Ecken beimachen, Messer, Spachtel, irgendwas zur Hilfe nehmen. Das wäre das Nächste. So, und was noch ist, ihr könnt euch einfach mit so einem Spachtelchen nochmal ein Auge reinmachen. Das bringt so ein bisschen Leben, auch wenn es nur so ein bisschen angedeutet ist. Und dann würde ich auch, man kann auch die Spitze nehmen, nochmal die Ohren ein bisschen so nach unten fahren. So, dann kann man hier noch mal so die Hüfte ein bisschen andeuten. So, und dann vielleicht noch den Mund und die kleine Nase. So, und das geht dann so schnell, ich zeige es euch noch mal näher. Ups, das war nichts. So, ich hoffe, ihr seht es, das Auge, den Strich hier oben und die Hüfte nochmal in einem Bogen. So, und wie gesagt, jetzt da die Konturen ausarbeiten. So, dieser Hase ist jetzt soweit fertig und den müssen wir zum Trocknen wegstellen. Und zwar würde ich den wirklich ein, zwei Tage so liegen lassen. In einem Raum nicht kühler als 5 Grad, eher ein bisschen wärmer. Auch wenn es draußen recht schön ist, kann man den ruhig mal draußen hinstellen. Und dann zeige ich dir, wie wir den weiterverarbeiten. Unser Hase ist jetzt getrocknet. Der lässt sich wirklich extrem leicht vom Backpapier abnehmen. Und jetzt könnt ihr noch mal ein bisschen die Kanten, die kleinen Dinge abbrechen. Könnt auch eine kleine Zange nehmen, wenn ihr wollt. Ich finde es gar nicht so schlimm. Und dann mit Schleifpapier oder so ein Schwämmchen einfach nochmal die Kanten so ein bisschen brechen. Aber das würde ich auf jeden Fall draußen oder auf dem Balkon machen, wegen dem Staub. Das muss nicht in der Wohnung sein. Das ist das Nächste, was wir machen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Unser Hase ist jetzt schön geschliffen. Der ist soweit fertig. Und dann könnt ihr euch überlegen, einfach so ein Brett. So, das ist von der Bohle abgeschnitten. So normales oder lieber ein Brennholz, was ich persönlich wesentlich schöner finde. Es sieht natürlicher aus und da setzen wir jetzt den Hasen drauf. Wir haben ja unten das Holz schon eingesteckt gehabt und dann bohren wir das erste Loch und dann machen wir unsere Zeichen fürs zweite. Das geht am einfachsten. So, wir kleben es dann auch noch mal ein bisschen fest.
Also erstmal das erste Loch. So, gucken wir, ob es passt. Hier. So, dann machen wir uns Zeichen fürs zweite Loch. Könnt ihr natürlich auch draußen machen. So, dann machen wir erst nochmal eine Probe. Der muss so ein bisschen rüber. Und so, dann nehmen wir einen Flüssigkleber, einen Heißkleber oder einen Holzleim, machen ein bisschen Kleber in die Löcher. Und dann setzen wir unseren Hasen drauf, nur zur Sicherheit. Das würde auch so schon halten, aber es ist schon besser, wenn man es ein bisschen klebt. Wenn man es doch mal transportieren will, denkt nicht dran, dann fasst man vielleicht am Hasen oben an. Auch nochmal auf der Fläche ein bisschen Kleber angeben und dann ab in die Löcher hinein und warten, bis es trocken ist. Und das ist immer ganz gut. Also ich nehme nicht gerne nur einen Kraftkleber und klebe da meinen Betondeko auf, es hält nicht unbedingt. Da könnt ihr noch so einen guten Kleber nehmen. Es ist immer gut, wenn man noch eine Befestigung jetzt mit den Holzdübeln oder mit den Holzästchen macht. Und dann steht wirklich die Deko auch so, wie es sein soll. Und dann hält das auch. Und jetzt können wir es noch ein bisschen dekorieren, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr sagt, nee, gefällt mir so, ist super, dann lasst es einfach so. Ich möchte ganz einfach noch ein klein bisschen eine Deko dazu bringen. Ich habe hier einfach nur ein bisschen Moos. Das klebe ich an. Da könnt ihr ruhig das Moos nehmen aus dem Garten, was ihr so habt, einfach so ein bisschen drauf. Dann habe ich mir draußen ein paar Äste abgebrochen, das war ja von der Korkenzieherhase. Apfelbaum sieht auch toll aus, alles so aufeinander geklebt, ein bisschen. Oh, finde ich schön. So, brauche ein bisschen als Kleber, lässt sich das ja alles prima machen. Dann auch noch mal gleich mit den Fruchtständen. Auch noch dazu. So. Und dann hatten wir auch noch ein paar Haselnüsse. Und die kleben wir jetzt auch noch dazu, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, einfach lasst, wie es möchtet. Natürlich könnt ihr dann auch noch Blümchen dazu bringen. Das ist dann ganz, wie ihr das liebt. Dann hatte ich euch noch diese kleinen Hasen gezeigt. Das kommt dann im nächsten Video. Und das können wir noch prima hier einstecken. Dann einfach den Zahnstocher ein bisschen kürzen. Ach, der wollte raus. Auch kein Problem, wir kleben den nochmal an. Und dann können dann sehr schön noch mit einstecken in das Gesteck. Und dann ist es wie eine kleine Hasenfamilie. So sieht nun unser fertiger Betonhase aus. Ich habe noch einen kleinen dazu gesteckt. Und dann hoffe ich wirklich sehr, die Deko hat dir gefallen. Meine Erklärungen waren einfach genug. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn du wieder reinschaust. Liebe Grüße, tschüss.